Ja, der Reisehamster ist wieder unterwegs. Es geht wieder auf eine schöne Reise, auf eine Fernreise. Wir hatten ja vor 2 Jahren schon mal vorgehabt, nach Brasilien, Argentinien zu fahren. Das ist allerdings kurz vorher flach gefallen aufgrund von Corona, wurde die ganze Reise storniert. Wir wollten dann nach Armenien fliegen, das Gleiche, das haben wir auch entsprechend storniert. Und jetzt wagen wir wieder mal den Sprung über den Teich. Der Reisehamster ist wieder unterwegs. Diesmal geht es nach Costa Rica. Costa Rica, warum Costa Rica? A, waren wir da noch nie. B, wollten wir immer schon nach Süd- oder Mittelamerika. Das ist halt jetzt ein mittelamerikanisches Land. Wir werden dort 12 oder 13 Übernachtungen haben. Wir werden morgen früh starten mit dem Flieger von München nach Madrid und werden dann dort kurz drauf von Madrid mit Iberia nach San Jose fliegen und gehen dort mal ins Hotel Holiday Inn. Wir werden dann nochmal in den Nationalpark Tortuguera gehen oder fahren und dort nach 2 oder 3 Tagen dann ein Mietauto nehmen. Und letztendlich auf eigene Faust ein paar Sehenswürdigkeiten oder schöne Orte in Costa Rica anfahren. Unter anderem Monteverde, Miguel San Antonio, also ein bisschen Badeurlaub, Arenal, also den Vulkan werden wir besuchen. Und genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Aber es wird interessant und die Wettervorhersage wie immer beschissen. Aber wir lassen uns da nicht aus der Ruhe bringen, weil wenn man hier aus dem Fenster schaut, beschissener kann es gar nicht sein. Grau, kalt, Regen, oberhalb von 1000 Meter Schnee. Ich brauche Wärme und zumindest ist es warm. Es wird sicherlich auch ein paar schöne sonnige Momente geben. Und wir lassen uns überraschen. Auf alle Fälle heißt es wieder morgen sehr früh aufstehen, damit wir um 3 oder spätestens 3:30 in der Früh wegfahren. Was denn? Bis dahin. Für diese Reise brauchten wir natürlich jede Menge Dokumente, von Impfpässen über Reisepässe, über Einreiseanmeldungen etc. pp. Kurz vor 3 Uhr morgens hieß es aufstehen. Das geht natürlich nur mit einer Tasse Kaffee. Die Adresse einstellen, haben wir die dann noch? Oh mein, mein. Der Reisehamster ist wieder unterwegs. Man sieht 33. Weiter Weg, auf nach Costa Rica. Ja. Mit Musikbegleitern. Madrid. Erste Station Madrid. Hier ist Aschglatt. Alles gefroren hier. Alles gefroren. Erreichten wir die spanische Hauptstadt Madrid. Also Madrid ist ein kaltes Pflaster, sagt die Pia. Hier ist es nämlich ganz schön kühl. Minus 3 Grad hat es gerade. Um 10 Uhr Vormittag. Naja, minus 3 wurde nicht, aber. Ja, mir ist so kalt. Aber kalt ist. Je, Madrid ist allerhand los. Allerhand ist hier los. An einem Dienstag.
Gate gefunden. Die Pia besorgt uns jetzt hier einen Kaffee. Da steht's dort. Das haben wir jetzt noch abstempeln lassen müssen. Und die freundliche Dame da drüben. Die ist auch gestresst. Ja? So, da ist unsere Kiste. Santiago. Nun ging es auf zu unserem großen Sprung über den Teich. Gibt es jetzt köstliches Bier? Sehr schön. Herrlichst. Chicken, chicken, chicken. Anstrengend, so lange im Flieger zu sitzen mit Maske und dann das Geschaukel. Die ganze Karibik ist ein Geschaukel. Jetzt sind wir schon auf 12 Kilometer und er schaukelt immer noch. Wieder mal ein Bus. Nehmen wir Busse, die Wasser nicht mehr fahren. Schauen wir, was da für ein Abendbrot gibt. Liebhaber, amerikanische Trucks. So, jetzt sind wir in dem Hotel angekommen. Fix und wo geht denn der Fernseher? Fix und alle. Achter Stock. Man wird jetzt nicht viel sehen. Achter Stock. Blick kann man nichts sagen. Genau, wir haben ein paar aus den 50er Jahren. Ehrlich. Ja, aber großes Zimmer haben wir, ein großes Zimmer. Statement, der Pia ist hier alles zu kalt. Das ist hier eine Dusche. Ich hab so eine Konstruktion noch nie gesehen, man kriegt einfach kein Wasser aus dem Ding. Da weiß gar nicht wie, da steht eine Bedienungsanleitung drin, wenn man Wasser auftreibt. Haben wir auch noch nicht gesehen. Von oben bis unten, ich habe gefroren, ich war schon nachher da genau. Und jetzt haben wir uns
eine Flasche Wasser bestellt, die ist dann in so einen Krug gekommen. Ich kann nicht mehr. Die Leute sind ja alle sehr freundlich. Alle sehr freundlich. Und jetzt gibt es noch einen Kaffee, weil ich brich einfach ab. Ich kann nicht mehr. Aus für heute. Nach 24 Stunden Wachse. Ende. So, nächster Morgen. Die Stadt San Jose erwacht langsam. Hinten an den Bergen kommt schon die Sonne durch. Und wir haben auch Nacht hinter uns. Leider ist es erst 5.47 Uhr morgens, aber wir sind halt schon fit. Du bist fit. Ich bin fit. Ich bin überhaupt nicht fit. Frühstück ist in Costa Rica etwas für Gewöhnungsbedürftige. Aber dafür gibt es mehr Christbaum wie Gäste da. Weißt du das? Was? Mehr Christbaum wie Gäste gibt es da in dem Hotel. Ja, es gibt. Statement. Also die Pia sitzt hier schon seit einer Dreiviertelstunde. Es ist schon alles abgefrühstückt, viel weiß ich nicht, aber trotzdem, immerhin. Und man sehe und staune. Um 7.33 Uhr. Das ist ein Rekord. Jetzt muss man aber die Zeitverschiebung von 7 Stunden rechnen, als halbe drei Nachmittag, dann darf es wieder passen. Meter hohe Christbäume. Der ist sogar echt. Und da hinten sind auch. So. Das ist unser Hotel. Schon etwas in die Jahre gekommen. Gell? Ja. Renovierungsbedürftig, würde man heute sagen. Heute um 6.30 Uhr aufgestanden sind, können wir jetzt, weil wir erst um 9 Uhr abgeholt werden und schon gefrühstückt haben, durch die jetzt noch total verschlafene Stadt stehen, weil außerdem Janni steht niemand zu früh auf. Schau mal den schönen Supermarkt. Ja, ich bin um 1:30 Uhr Mittag aufgestanden. Bäcker. Ja, aber es ist alles noch leer. Da gibt es einen guten Strudel. Da gibt es jede Menge Bananen. Die Mini-Melonen sind ja wild. Die Mini-Melonen. Ja. Das sind kleine Melonen. Herrlich. Aber nicht einmal 1000 haben wir. Zwei Stück. Zwei was? Zwei? Zwei Stück 1000. Zwei Stück 1000. Zwei Papaya. Zwei Papaya. Kosten umgerechnet 1,50 Euro. Und in Deutschland 5,99 eine? Und bei uns 5,99. Da machen wir einen Import-Export auf. Irgendwo da oben im 8. Stock rum. Schaut euch das Moped an. Das ist ein E-Bike auf Kostarikanisch. Ausführliche Informationen, Einführungen über unsere Reise erhalten. War sehr schön, die Pia hat wenigstens ein Foto von uns drei gemacht. Jetzt warten wir noch, haben wir noch kurzfristig eine Tourguide gebucht durch San Jose. Und dann warten wir jetzt noch kurz und dann geht's auf an diesem wunderschönen Tag. Gell? Ja. Und der Palmen in Sonne, das ist immer gut. Hallo.
gibt's jetzt. Nimmst du mir nochmal mit. Coffee. Ah, this is a coffee tree. Yes. Coffee, in der Straße. Already? We are in the season. We are right now in the season of coffee. Yes. And soon, well, we have here more flowers come. This is not a... Here is Kurkuma. Down below, you can see probably the roots. I love it so much. Yes. Okay. So this is, like, if you dig a little bit, you probably see the roots. But yeah, this is cool. Interessant. Hier sieht man Kurkuma auf der Straße wachsen. What is this? Storage for customs. Okay. But this is all the 1900s when we built the train lane to the Caribbean side. Yeah. You have to break ground into the mountains. Das war hier der erste Zug, die erste Lokomotive, die Kaffee auf die karibische Seite brachte. Working really, really hard. And Gallo Pinto is full of carbohydrates. It gives you a lot of energy. And with coffee as well. Präsident quasi gezeigt wird, Meet and Greet President, die Vorstellung des Präsidenten. Gerade meine Schuhe gewechselt und mein Outfit, weil wir heute sehr spontan die Bestattung gemacht haben und jetzt die nächsten 4 bis 5 Stunden mit dem Rosaria verbringen und sie uns ins Hotel wieder gebracht hat zu Fuß, damit ich schnell meine Schuhe wechseln kann. Und das ist so eine ganz nette, die erzählt uns auch ganz viele über ihre Familie und zeigt uns die schönen Plätze und ich hoffe auch, dass es guten Kaffee gibt. Und es macht ganz, ganz viel Spaß mit ihr. Die Rosaria, die erzählt uns alles über die Bäume, über die Vögel. Es macht so viel Spaß. Neue Technologie, hat sie gesagt. Sie macht gerade seine Mittagspause da. Echt schön hier. Alles über die Politik von Costa Rica ist jetzt dran. Was the first country in the world to actually manage the first factory of alcohol and be the owner? Costa Rican government. We still have the same company in another part of the country. Okay. And we still own it. So we have every single wall, every single window, the original structure. It's the first, also voll Metallteilen, in Belgien produzierte Schule. Das ist praktisch der erste Fertigbau. Das ist der Wahnsinn. Alles aus Metall. They live in their own rules.
Der Korkbaum? Ja, Korkeiche. In Germany, Korkeiche. Ja, Korkeiche. He was introducing Korkeiche. They brought it from Europe. And they started planting them all around the country. They put the world really beautiful. And 45 parties that were in for president. Oh. And we have two very strong leaders. Yeah. But the rest are all. Eine interessante Pflanze, die verändert sich, ja, die verändert ihre Farbe mit der Sonne. Wenn die Sonne nicht so lange ist, hier vom Polarinsam. Hier steht der Bär. Da Bär. Ja, sehr lebendig, aber es ist da schön. Da geht's zu. Eclectic to find a lot of the spices. Some are imported from Armenia here because we have to understand that our way of eating from the indigenous. We're making it right now, so when my sister comes tonight, she's going to have here a big meal. And the annatto, it's probably in another place, and I think that there's a lot of stores that sell the herbs. Typisch kostarikanische Zubereitung von Kaffee hier. Mit Socken. Da ist die Garküche. Da gibt es frisches Essen, das hier dann in der Kantine verspeist wird. An jeder Ecke Krippelfiguren. Vielleicht gibt es Christbaumkugeln. Und so haben die Guckerl daheim. Das da kann ich mitnehmen. You can smell it.
I can bring this meat. So we have to cook it. So we have to cook it like this. Part of a tour. When we come is because this is the tamale. That is made out of cassava, yuca. It's called el yucado. It's a typical dish. And what they're eating. And how do we eat this? We make a very typical dish. It's called a meat soup. We pour in all the meat. This is a hard peach palm. Peach palm. And the peach palm is grown in a palm tree, like the name says. And this fruit is cooked with hot water and salt. And then once it's soft, we peel it out and we eat it. The peach. Das sieht schön aus. Perfekt. That's all. He made the coffee farms right in front of the beach, which is not true. And we eat a lot of this in our soups. We make Gemüse. Yeah, it's a five. Really, really good. We fry them. Das sind Kochbananen. Kochbananen, wenn man so isst, dann kriegt man ganz schlimme Bauchweh. Das ist ja Gemüse hier. Vegetables, Kürbis. Like this. Kakaobohnen. Okay, I'm gonna take it with you. Don't tell anybody. Ja. Ich werde jetzt gestohlen. The cacao is also very important. Ja. Tiene chilito. Si. No pica. Blackberry juice. We grow blackberry in the high hills of Costa Rica. Así. Sí, y con otra cucharita para él, porque es para los dos. And sehr gut und sehr gesund. Das ist die Hauptmedizin von Costa Rica. Okay, so the name is in Spanish is guanábana. 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 So I tell people to remember there was a song in also hier hat es jetzt einen Vitaminshop gegeben. Aber aus einheimischer diesem Etablissement, das jetzt 125 Jahre alt ist. Aquí estoy en nur das Beste hier. Und dann haben wir einen Ofen zeigt. Also da sind jetzt alle Heilpflanzen des Landes für alle verschiedensten Krankheiten. Kann man hier seine Pflanze kaufen, also seine Naturmedikamente. Jetzt fängt die Bio mit der Heilkunst an. Jetzt wird besprochen. Kommen Rituale. Jetzt wird ausgesprochen. Jetzt wird's gut. Ja, wird's gut. Du wirst hier.
this bondage of friendship. It's really beautiful, very, very impressive. Inside, there is a, down blog, there's a whole area where it used to be a library. And when I was a little kid, I used to come and read. Hier wird wieder Hände gewaschen. Überall muss Hände gewaschen werden. Nicht hier. Es wird jetzt da zubereitet nach traditioneller Art im Socken. Der Pierre und die Pierre, die hat einen Milchkaffee. Ohne glücklich, also das ist ja zu wenig Koffein, glaube ich. Aber sie können einmal so einen haben. Zubereitet. Ja, das ist ja eine Kasse. Das ist ja eine Kasse. Das ist ja zubereitet. Und das ist das fertige Produkt. Wahnsinn. So schaut das aus. So wird das mit dem Zucker und macht das drin. Der Pia schmeckt der Kaffee nicht. Alles du redest, da weiß er so gut. So gut ist der. Die Zeremonie war sehr liebevoll. Ja, richtig japanisch, gell? Oder? Da wird das Bier im Weinglas serviert. So, jetzt kann man es nicht mehr sehen. Jetzt gehen wir heim, da waren wir jetzt drin, gut was. Und jetzt gehen wir heim. Wenn man sieht, bis morgen. Da sieht man, wie leicht leuchtet.